Moin, moin, einen wunderschönen guten Tag zusammen. An diesem regnerischen Samstag spielen wir mal wieder eine Runde City Skylines Snowfall. Draußen regnet es, hier haben wir Schnee. Und mal schauen, was wir denn heute so auf die Reihe kriegen. Das Spiel ist schon gestartet. Ich schalte mal hier eben fix um. Schön Vogelperspektive. Das Gesicht, das kommt auch noch dazu. Da. Ja, ich stelle mal eben kurz hier in den Optionen die Musik wieder runter. Die hatte ich jetzt gerade zum Anfang vom Stream etwas hochgedreht. Nur mal so. Da muss ich erstmal sowieso gucken, wo wir denn so überhaupt stehen im Moment. Ja, ganz genau. Genau wo ich jetzt starte, kriecht ein Nieser mir in die Nase. Hallo? Ah ja. Wir haben noch ganz auf Pause, das kann ich eigentlich auch weiterlaufen lassen jetzt so, zack. Wieso ist denn da alles abgefackelt? Gute Frage, nächste Frage. Das kann ich ja hier einfach mal jetzt, ne, weiß ja wohl. So, wir machen 2,7 plus, das ist gut. Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir in diesem Schneegestöber, wo ich nichts finde, da hinten ist es, die Straßenbahn in Betrieb genommen zum Schluss, ne? Jep, hier ist er. Das Straßenbahndepot. Straßenbahn im Einsatz 3. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Muss man eben hier auf den Kontrollmonitor gucken. Jo, ist alles drauf. Nicht, dass hier wieder irgendwie was abgeschnitten ist. Ja, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Bauen wir hier in diesem Rahmen, den wir jetzt haben, weiter aus oder holen wir uns die nächste Kachel dazu? Bevorzugt hier oder da? Hier wäre natürlich nicht schlecht bezüglich hier der Wohngebiete, dass man die hier runterziehen kann. Ich denke mal, das ist kein schlechter Zug. Dazu brauchen wir aber erstmal ein bisschen Geld. Das wir nicht haben. 2,9 haben wir auf hohen. Quatsch. 25 haben wir auf hohen Kante. 2,9 ist ja das, was wir dazu bekommen. Das war falsch. Da will ich hin. Nehmen wir dit oder dit? Fürs Industriegebiet haben wir jetzt genug Platz. Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal dieses dazu. Damit wir dann entsprechend gleich hier die Wohngebiete ausdehnen können. Und wir müssen jetzt dran denken, wir brauchen ja noch Heizung. Das werde ich nämlich als nächstes dann in Angriff nehmen. Wenn ich hier mal die Straße zugezogen habe. Damit wir das dann einheitlich haben. Ja, ihr seid am Meckern, ich weiß. Wir haben ja das Problem, dass wir jetzt in diesem Add-on entsprechend Heizungsrohre und so weiter legen müssen, weil denen frieren ja sonst die Füße weg. Und dazu braucht es die Geothermie-Geschichte, beziehungsweise hier dieser Kesselstation. 60.000 kostet die und die Geothermie kostet 55. Oh, ist ja viel günstiger. Dann lass uns da mal gucken. Pass auf. Halt. So, verbraucht 160 Kubik Wasser die Woche und 160 Kilowatt Strom die Woche. Das ist ja toll. Heizleistung 80 Megawatt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Moment, warte mal. Heizleistung 80 Megawatt, Heizleistung 120 Megawatt, 320 Kilowatt Strom, 160 Kilowatt Strom. Verbraucht doppelt so viel Strom, hat aber weniger Heizleistung. 80, das zwei davon sind 160. Dann macht ja die Kesselstation erstmal gar keinen Sinn. Das Einzige ist, sie ist natürlich günstiger, ne? Quatsch. 480 die Woche? Wieso stehen die denn so rum? Bin ich blöd? Ich meine, ja, bin ich, aber, hä? Luft. Quatsch. Verschmutzung 35, 75. Null macht nur Lärm. Ich denke mal, wir werden Geothermie bauen, ne? Macht ja viel mehr Sinn. Weil das auch die Strommenge nicht so zieht. 160 Kilowatt. Wasser verbraucht da mehr. Gut, das ist mir Latte. Was? Ja, Heizungsrohre verbessern. Die kommen nämlich noch hinzu. Das heißt, da müssen wir nämlich auch dran denken. Und wir können nämlich jetzt dann einfach hingehen und das Geothermie-Kraftwerk dann hier hinsetzen. Ja.
Weil das ja sowieso direkt hier an der Autobahn ist. Gebäude ist in der Straße platziert. Ja, okay, das kriegen wir hin. Das ist nicht das Problem. Weil wir ja aber hier sowieso Lärmbelastung haben, wird man hier sehen kann, ne? Nicht un, ja, ne? Reichlich. Das ist toll. Dann pappen wir das nämlich hier an der Autobahn nämlich hin. Und hier vorne baue ich nämlich auch noch was um. Das ist mir in einem anderen Let's Play aufgefallen. Nicht von mir. Ich weiß jetzt gar nicht, wo hatte ich das denn gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Und zwar machen wir hier vorne einen Kreisverkehr hin. Dazu werden wir hier die Feuerwehr. Ach, ist es ja gar nicht. Ich dachte, das wäre eine Feuerwehr. Pass mal, üpp. Wir gehen mal kurz in die Pause. Also hier in-game. Und setzen uns hier vorne einen Kreisverkehr hin. Zwar erstmal hier nur so einen kleinen. Ja. So viel zum Thema klein. Fuck. Geht ja mal gar nicht. Ja gut, dann klicken wir das. Ernsthaft? Konnte man den nicht noch drehen? Ah ja. Rechte Maus und dann kann ich den drehen. Weil wir das Problem haben hier, ne? Aber das wird ja mal gar nichts. Gibt es da keinen kleineren für? Ich habe jetzt nicht extra einen. Hätte ich mir vielleicht eine Mod runterladen sollen. Oder hier aus dem Dingshop. Sag mal, hier, ne? Weiß ja wohl. Steam. Wie heißt das Kackding denn jetzt nochmal? Alter Schwede, ich bin ja sowas von eingerostet. Steam Store. Ja, sag ich doch hier, ne? Weiß ja wohl, was ich meine. Ja gut, das müssen wir uns dann mal noch überlegen. Eventuell müssen wir die Straßen dann einmal hier umlegen, hier auf den Kreisverkehr und dann wieder zurück. Weil man sieht ja hier, das staut sich ja dann doch schon ganz schön auf. Vor allem weiß ich gar nicht warum. In der Zwischenzeit sammeln wir mal ein bisschen Geld. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Wohnraum. Und dann muss ich mal eben schauen, wie sieht's aus? Energie. Strom ist nicht das meiste. Und Wasser auch nicht. Das heißt, wir müssen auch noch mehr Kraftwerke und sonstiges bauen. Hier fehlt natürlich schon wieder Schamüll. Beziehungsweise fehlt nicht. Der ist im Überfluss da. Warum? 90% voll. Ja, toll. Okay, dann bauen wir als erstes mal. Ist jetzt ein bisschen schief, aber das stört mich gerade mal gar nicht. Wir bauen hier noch eine zweite Mülldeponie hin. Bis wir dann mal die Müllverbrennung bauen können bei 5,5. Alles klar. Und das ist ja nicht das Problem. Da kommen wir definitiv hin. So, und diese Schneedingsbums, die ist zu 15% voll. Wir sind ja mit Schneesturm sind wir ja gestartet. Von daher, oh, die Straßen sind ja frei, das ist okay. Ja, wie machen wir das hier mit dem Kreisverkehr? Reiße ich hier vorne alles nochmal weg oder? Ich könnte natürlich die beiden jetzt aufeinander führen. In den Kreisverkehr rein. Also hier so zack, zack. Das ist Gewerbegebiet, ne? Ja. Ist natürlich jetzt die Frage, was macht man? Weil so können die aus dem Kreisverkehr raus und hier auch wieder rum. Oder fährt ja eh keiner. Ja, kann ja keiner fahren, weil es eine Einbahnstraße im Prinzip ist. Ja, und hier staut sich es nämlich komplett auf. Das ist das Problem. Weil alle, die reinfahren, müssen hier um die Ecke. Das ist hier noch die Straßenbahn dazwischen. Die stört aber so jetzt weiter nicht. Ist hier gar keine Ampel? Da Straßen. False, false, keine Ampel. Das ist ja schön. Hör mal auf zu tüdeln. Gut. Wie machen wir das? Das ist eine Einbahnstraße, okay.
Das hieße, ich müsste diesen ganzen Bereich hier neu machen. Ja, komm, Arschlecken, das machen wir jetzt. Das nützt ja nichts. Entschuldigung. Ich nehme die mal so komplett weg. Diese Straße auch. Jetzt sind die natürlich happy, wenn die Straßen weg sind. Das ist ja toll. Die Häuser kann ich auch alle wegreißen, beziehungsweise die nehmen wir mal so komplett weg. So, was ist das? Nichts mehr. Straßenbau, Kreisverkehr. Dieser kleine reicht ja, ja, ne? Als erstes. Dann gehen wir hin und setzen an der einen Seite hier, warte mal, Straße, Straßenbahn, nehmen wir die. Die Straße setzen wir mal wieder hin. Und dann nehmen wir uns den Kreisverkehr, Kreisverkehr, Kreisverkehr. Kleiner Kreisverkehr ist eine einfache Möglichkeit Verbesserung des Verkehrsflusses. 20, der Kostun ist egal. Kreuzung, Knoten, großen Schaden. So, das passt nicht. Das wollte ich nicht. Ja, nützt ja nichts, dann nehmen wir das halt einfach weg, ist doch egal. So, das heißt, Friedhof zieht um. Das war falsch. Warum kann ich hier nicht umziehen? Was? Weil ich im Pausenmodus bin oder was? Wieso kann ich das Gebäude nicht verschieben? Wieso kann ich das Budget nicht und wieso kann ich das nicht in andere... Also... Egal, dann reißen wir den weg. Ja, ich verliere Leute, ich weiß. Jetzt kann ich das Gebäude nicht leer machen. Das heißt, wir müssen erst einen neuen Friedhof bauen. Gesundheitswesen. Dann setzen wir den mal einfach hier hin. Die freuen sich ja sowieso darüber. Und jetzt kann ich auf den zugreifen und den entleeren. Ah, jetzt kann ich den entleeren. Jetzt kann ich den auch versetzen, komischerweise. Naja. Setzen wir den erstmal hier hin. Ich weiß nicht, ob er da bleibt. Bim, Schnauze. Der darf dann meinetwegen auch wieder welche aufnehmen. Auf jeden Fall mal merken, wir haben zwei Friedhöfe. So, jetzt hier Stopp, Schnauze. Das kommt hier alles... Nein, das will ich nicht. Was ist denn das? Feuerwache. Die brauchen wir noch. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier den Kreisverkehr so hinbekomme, wie ich das will. Nämlich den großen. Nicht wirklich. Weil da noch die Straßen sind. Das klappt nur, wenn man den so da anpöppt. Na gut, dann nehmen wir das halt weg. Hätte man vielleicht eher dran denken sollen, aber ist mir jetzt auch egal. So, dann kommt das weg. Machen wir das einfach mal neu. Laut. So, jetzt können wir den nämlich da anbinden. Ich könnte den auch da anbinden, dann würde das genau in die Mitte treffen. Bäm, jetzt haben wir hier eine dicke, fette Kreuzung. Ich hoffe, dass ich da wenigstens jetzt gleich die Straßenbahn wieder durchziehen kann. Wo ist denn die? Nahverkehrsmittel. Straße. Upgraden. Jawohl, da kann sie abbiegen. Sehr schön. Damit können wir jetzt hier die Straßenbahn wieder anknipsen. Ich weiß nicht, ob ich die Linie neu ziehen muss.
So, jetzt haben wir hier einen einführenden Dingsbums, ne? Weiß ja wohl. Dann reißen wir diesen Schenkel hier weg. Diesen neckischen. Dann können wir diese Straße nehmen und hier anbinden. Zack. Und nach unten den schauen wir mal. So. Jetzt haben wir Folgendes. Jetzt können wir diese Straße hier anbinden und die da anbinden. Und damit hätten wir dann den ungehinderten Zugang. Ich nehme denn da die. Pass mal üpp. Das kommt weg, das kommt weg. So. Dann lass mich da los. So. Wieso geht das nicht? Alter, jetzt hör auf. Ah. Ist vielleicht nicht ganz das Geschickte, weil die direkt hintereinander liegen. Von oben fahren sie rein, von unten fahren... Doch, passt genau. Zack, da fahren sie raus. So. Dann lassen wir das Chaos mal wieder seinen freien Lauf. Schön machen wir vielleicht irgendwann mal. Heute mal nicht. Ist mir jetzt mal gerade, weiß ja wohl. Ne? So, jetzt können wir uns nämlich drum kümmern. Verkaufen wir wieder einen Friedhof oder behalten wir die beide? Keine Ahnung. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Die stehen da nur ungünstig. Halt, bleib hier. Das heißt, wir setzen den einen jetzt mal wieder nach hier unten hin. Kostet zwar wieder Geld, aber immer noch billiger als einen neuen zu bauen. Zack, so. Ja, ihr seid stinkig, ich weiß, aber ihr habt da einen Friedhof. So, dann machen wir hier mal ein bisschen, weiß ja wohl. Was ist mit der Straße? Ach, das ist die Straßenbahnlinie, ne? Wie kann ich die denn jetzt nochmal damit, ne? Ja, genau. Es ist klar, dass du da weg bist. Die läuft da lang. Haltestelle zu verlegen, ziehen. Nein, will ich nicht. Ich will auch keine neue Linie hinzufügen. Dann nehme ich die mal komplett raus und ziehe die einfach mal neu. Das habe ich nie so ganz geschnallt, wie das genau funktioniert, da, wenn man da nachträglich was ändert. Das ist immer so ein bisschen komisch gewesen. Ja, ihr kriegt doch eure Straßenbahn wieder. Seid mal nicht so moppelig. Guck mal, wie sie sich freuen. Geht doch. Zack. Da eine. Da eine und dann hier einfach anbinden. Zack, fertig, so. Damit hätten wir die Strine, diese Schienenverbindung wieder aufrecht. So, mittlerweile haben wir jetzt auch kein Geld mehr. Das ist ganz toll. In der Zwischenzeit trinke ich mal kurz einen Schluck. Lecker Tee. So, jetzt schaue ich mal. Jetzt müsste das mit dem Verkehr hier ja etwas besser laufen. Die, die wollen, die können ja direkt nach oben fahren. Das ist immer ganz schön. Wo kommen die denn jetzt alle weg? Ach, Müllab. Was ist das? Müllabfuhr? Ach nee, das ist eine Straßenbahn. Mein Gott. Dahinter war ein anderes Fahrzeug. So, die können jetzt hier rein und raus, wie sie lustig sind. Stören sich nicht dabei. Und das heißt, wir können jetzt anfangen, ein wenig die Wohngebiete auszubauen. Beziehungsweise, wir bauen uns erst ein Kraftwerk noch dazu. Wieso stehen die leer? Weil die keine... Ah, die haben keine Leute, das ist klar. Kika-Kraftwerk, da hinten kommt es hin. So, und jetzt hauen wir hier ordentlich Straßen und Wohngebiet dran. Du liegst auch noch nicht so ganz toll, wie ich das eigentlich hätte. Ich hätte dich da einsetzen sollen. Dann lassen wir dich mal leer fahren. Wie viele sind da drin? Keine. Einer. Was? So, jetzt kann ich dich rübersetzen. Warum du da leer sein musst, das weiß ich nicht. Fuck, geht nicht. Ach so.
Nicht genügend Geld. Ja, toll. Tschüss. Dann bauen wir ein paar Straßen, holen uns ein paar Bürger rein, die uns dann erstmal wenigstens ein bisschen Steuereinnahmen bringen. So, was? Achso. Da waren sie wieder meine Probleme. Einmal. Die lege ich jetzt schon. Ne, die brauche ich ja gar nicht legen. Klack, fertig. So. Was ist hier los? Upp, jetzt scroll ich gerade rüber, zufällig. Bin mit der Maus aus dem Fenster raus. Ich wollte nur irgendwas gucken. Ne, alles gut. Alles gut. Wo müssen wir hin? Da. So. Ach, wie schön. Da eiern sie jetzt alle im Kreis. Das ist gut. Jetzt kann man nämlich hier auch noch rechts und links, beziehungsweise hier nach unten und nach da eine Straße rausziehen. Sodass sich die Verkehrssituation dort auch ein wenig entspannt. Wir können hier noch Gewerbe dran setzen. Das ist ja eh laut. So. Haben die denn noch Wasser? Jo, ausreichend. Sind die alten Straßen noch und dann setzen wir Gewerbe auch noch auf die andere Seite. Hier in diese Flecken rein und da in der Mitte lassen wir mal ein bisschen Platz, obwohl, pff, scheiß was drauf, komm hier. So, das Einzige, was ich noch machen möchte, ist da oben einen kleinen Park setzen. Wenn wir dann gleich wieder ein bisschen Geld haben. Ja, der ist ein bisschen sehr groß für einen kleinen Park. Macht keinen Sinn. So, jetzt kriegen wir auch schon wieder Einwohner dazu. Das ist perfekt. Damit steigen unsere Einnahmen wieder. 200 Megawatt Strom erzeugen wir. 100 Grad verbraucht. Gut, es ist auch... Ja doch, es ist 20 Grad kalt fast. Das geht. Was ist hier? Ach so, da hatte ich eine Stichstraße gemacht für die später mal kommende Straßenbahn. Wie viel nehmen wir denn mit den 72? Na, das ist ja noch nicht viel. Ich sollte mir eventuell noch ein paar Bushaltestellen und so zulegen. Wenn ich da mal ein Busdepot für 30.000 bauen kann. Naja, das kommt noch. Wie gesagt, eins nach dem anderen. Jetzt mit dem Snowfall-Update ist es ja nicht mehr ganz so einfach. Da wird aufgewertet. Bildung haben wir auch schon so ein bisschen was, ne? Jo. Das ist die Grundschule. Oberschule haben wir auch. Die ist noch halb voll. Grundschule haben wir auch noch Platz drin. Uni haben wir noch nicht gebaut. Das ist gut. Und Gesundheitswesen ist noch einigermaßen abgedeckt mit diesem kleinen Pümpel da. Das Bestattungswesen reicht auch mit einem. Im Moment zumindestens. So, Heizung ist natürlich ganz schön mau. Schnee ist keiner da, das ist gut. Was haben wir hier? Freizeit. Ja, das könnte man dann noch ein bisschen ausbauen. Da hinten auf jeden Fall im Industriegebiet und hier auch noch, aber dazu brauche ich Kohle. So. Wie sieht es denn aus? 4.500, das ist richtig viel. Wir können uns richtig was davon leisten. Dann holen wir uns noch mal ein paar Bürger an den Start. Wie gesagt, ich muss jetzt hier immer so ein bisschen jonglieren mit dem, was man ausbaut. Agua, da kann ich erstmal einmal überspringen. So, Wohngebiet. Papp, papp, papp. Kriegen die denn da hinten jetzt ihre... Ach du Scheiße. Nicht genügend Arbeiter, Fischstäbchen, ja. 5 Überqualifizierte.
aktuell verfügbar. Wie muss ich das jetzt verstehen? Moment, Anzahl von Arbeitsplätzen für Ungebildete. Okay. Ja, wir müssen uns ein paar Dummbatze ranholen, beziehungsweise wir müssen darauf warten, bis da hinten mal die Büros gebaut werden können. Wann kommt denn der Upgrade? Ach ne, jetzt kann ich ja andersrum gucken. Wohngebiet, da. Bei 5,5. Ja gut, dann heißt, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen auf den Stadtausbau konzentrieren. Können dann die dreckige Industrie gegen Bürogebäude austauschen. Entschuldigung. Das bringt auf jeden Fall dann auch wieder mehr Steuereinnahmen. Sehe ich jetzt schon eine Querstraße dran entlang? Na, mal gucken. Ist ein bisschen viel. Komm, wir machen mal Stufe 2. Ist immer blöd, wenn man so lange warten muss. So. Halt. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, der Baustil, aber halt nur mal effektiv. So, dann machen wir eine Querstraße rein. Wasserleitung verlängern. Da ist jetzt gerade keine, das ist doof. Dann machen wir das so. Zack. Und hier auch nochmal bis zum Ende und dann rüber. So, dann haben wir alles abgedeckt. Und können hier mal eben fix noch ein bisschen Wohngebiet ausweisen. Hier mache ich dann wieder ein bisschen Gewerbe hin. Wird ja auch schon wieder gebraucht. Beziehungsweise erwarte ich mal kurz mit. Was brauchen wir denn sonst noch da oben? Polizei und Feuerwehr. Feuerwehr wird knapp hier oben, ne? Das können wir jetzt wieder schön hier hinsetzen. Zack. Gesundheitswesen. Ja, wird nach hier unten auch schon weniger. 10 Scheine für eine Arztpraxis. Kriegen wir hin. Die brauchen immer noch Arbeiter, so ein Mist. Achso, ja, die sind ja jetzt hier. Alter Schwede. Das ist das Problem mit der Bildung. Vielleicht die Bildung zu früh. Na egal. So, dann machen wir oben jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Gewerbe hin. Hier. Zack. Passt. So, wir haben 4.500 Überschuss im... Was ist das denn jetzt? In der Woche, ne? Oder im Monat? Keine Ahnung. Ist auch egal. Schönes Panorama. So langsam wird's was. Jetzt haben wir mittlerweile, wie viele Einwohner? 3,6, 3,7? Ne, 3,6 sind's. Brauchen noch ein paar dazu. Das geht aber gleich ganz fix. Können hier noch eben Wohngebiet rausmachen. So. Ach du Scheiße, jetzt fängt sie an zu schneien. Das heißt, unsere Räumfahrzeuge müssen wieder loslegen. Ist die denn hier mittlerweile... Ja, ist komplett abgetaut. Das heißt, da können wir wieder alles reinpacken. Und unsere Müllgeschichte, da ist 98 voll, da ist 6% voll. Alter Schwede, und hier steht alles leer. Mist. Ich sollte vielleicht einfach mal hingehen und das Bildungsbudget runterdrehen, wa? Budget, Bildung. Ich weiß gar nicht, warum ich nachts Bildung haben muss. Ich drehe das mal hier runter. Und schau mal, was haben wir denn jetzt für eine Kapazität. Berechtigt 3,4, Kapazität 1,7, das ist gut. Da sind wir so gerade an der Hälfte. Wie gesagt, das mache ich jetzt nicht, um böse zu sein, sondern einfach nur, um hier mal wieder Arbeit halt zu haben. Wie man sieht.
Ansonsten haben wir ein Problem, dass wir keine Steuereinnahmen haben. Wir können nicht weiter ausbauen. Wir können dann nicht in die Bildung investieren und, und. Ist also so ein Rattenschwanz. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen wenig Bildung in die Bildung investieren. Ist nicht gut, aber zum Start reicht es. Hoffe ich. Denke ich. Alter Schwede.